Das Leben ändert sich und mein Kredit auch. Flexible Raten und Laufzeiten. Der faire Credit. Erhältlich in allen teilnehmenden Volksbanken und im Internet. Shopping Horn. Dein Platz zum Einkaufen. Meisterschaftsfinale. Bevor man in die Relegation startet, wartet noch der Meisterteller. Hornados on Tour begleiten sie die Mannschaft in die Relegation. Nur noch ein Schritt, zwei wichtige Spiele, bevor man in die erste Liga aufsteigen kann. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat man es geschafft. Es geht um den Aufstieg in Österreichs zweithöchste Fußballspielklasse. Herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe des SV Horn Studios. Unser Sendungsschwerpunkt wird ganz klar die Relegation sein. Zuvor möchte ich mich aber noch mit ein paar Spielern unterhalten. Wir plaudern über die aktuelle Meisterschaft und vor allem über die letzten vier Spiele. Bei mir zum Spielertalk begrüße ich jetzt Michael Wojtanowicz und Thomas Fries. Wir plaudern ein bisschen über die letzten Spiele und über die letzten Spiele der Meisterschaft. Gleich mal die Frage an dich. Drei Spiele, drei Tore. Du bist jetzt definitiv in Horn angekommen. Ja, für mich persönlich ist natürlich die letzten paar Runden sehr gut gereint. Bin natürlich zufrieden, aber das Wichtige ist halt, dass wir jetzt auch die Relegation endgültig geschafft haben. Das ist das Wichtigste für den Verein, für die Mannschaft. Und jetzt werden wir heute nur in die letzten vier Runden schauen, dass wir den Meistertitel holen. Und dann konzentrieren wir uns für auf die Relegation. Ausgerechnet gegen Barndorf, dem Aufstiegskonkurrenten, hat man jetzt die Relegation fixieren können. Wurde der erste Erfolg einmal entsprechend gefeiert? Ja, sicher. Der Verein hat ja jetzt jahrelang darauf hingearbeitet, auf die Relegation. Und jetzt haben wir es eben letztes Wochenende geschafft und natürlich haben wir nachher das ein oder andere Bier getrunken, waren ein bisschen fort und so, aber jetzt haben wir wieder eine gute Trainingswoche hinter uns und jetzt konzentrieren wir uns auf die nächsten Spiele. Thomas, 2300 Zuseher waren bei uns in der Waldviertler Volksbank Arena. Wie ist das, vor so einer Kulisse im Waldviertel zu spielen? Ja, es war wirklich diesmal, das ist ein Rekord, glaube ich, war das überhaupt. Und ja, die Stimmung war wirklich super diesmal. Also mit den ganzen Aktionen, was der Verein gemacht hat, mit den Transparenten und hin und her, also wirklich eine super Stimmung. Und natürlich war das Ergebnis dazu beitragen, damit man wirklich schön abgegangen ist im Stadion, muss man sagen. Ein großer Druck hat die ganze Saison auf euch gelastet, auf den Trainer, auf die Spieler. Wie befreit kann man jetzt die letzten Partien in der Meisterschaft noch zu Ende spielen? Ja, ich sage einmal, nach dem Sieg wirklich ist einige Dämme gefallen, sage ich einmal. Das war wirklich ein Wahnsinn, der Druck ist weg, endlich einmal der Druck, dass wir jetzt da die Relegation geschafft haben. Und natürlich ist jetzt aber das Wichtigste, nur mit dem kann man nicht leben. Also das hilft dem Verein nichts, das ist zwar schön, aber jetzt muss natürlich noch der Aufstieg her. Und der Meister natürlich, das wäre das Schönste überhaupt. Meister werden und dann aufsteigen. Genau, das ist jetzt die nächste Frage, die bei mir da am Zettel steht. Was steht für euch im Vordergrund? Die Meisterschaft oder blickt man oder hat man im Hinterkopf jetzt schon die Relegationsspiele? Naja, die Relegation, die ist erst in gut einem Monat. Also jetzt im Moment sage ich wirklich einmal, dass wir Meister werden. Das heißt noch, ich sage einmal, drei Siege und dann sind wir durch, sind wir auch Meister. Dann ist die Relegation natürlich, dann wäre es perfekt. Dann werden wir die Relegation noch einmal schaffen. Also jetzt einmal der Meister und dann kommt die erste Relegation. Michael, Neusiedl, Amstetten, Solena und Ritzing, vom Papier her sollte jetzt nicht mehr allzu viel passieren in der Meisterschaft. Ja, es sind sicher alle Mannschaften, die was man schlagen kann. Aber wie gesagt, wir müssen uns voll konzentrieren, wir müssen auch darauf hinarbeiten, müssen sehr wieder die Sieger erarbeiten und dann wird es mit Sicherheit kein Problem sein. Wattens oder Anif sind die Leader in der Westliga. Schaut man da schon ein bisschen rüber? Informiert man sich im Internet, wie es dort ausschaut? Ja, sicher. Man beobachtet das sicherlich mit ein bisschen. Ist interessant, gegen wen man dann spielt. Im Moment ist, glaube ich, Wattens vorne. Aber uns ist dann im Endeffekt egal, gegen wen wir spielen. Wir werden so und so zweimal eine sehr gute Leistung brauchen, dass wir den Aufstieg schaffen. Und, ja, und gegen wen wir dann im Endeffekt spielen, ist dann egal. Was spricht für den SV Horn in den zwei Spielen? Für den SV Horn spricht einfach das, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben, dass wir ein sehr gutes Kollektiv und ein Team sind. Und man hat in den letzten Wochen schon gesehen, dass wir sehr gute Leistungen bringen können. Und wenn wir da anschließen können, dann werden wir das auch mit Sicherheit schaffen. Letzte Frage an Thomas vielleicht. Wattens oder Anif, gibt es da ein Team, was man bevorzugt oder nehmt ihr egal, was kommt? Nein, ich glaube, dass es ziemlich egal ist. Also Anif natürlich, der hat die Kooperation mit Red Bull. Die wollen unbedingt auch für Wattens. Hat es letztes Jahr geschafft, hat es nicht geschafft. Die werden auch hungrig sein. Also ich glaube, es ist egal, welche Mannschaft das kommt. Wir werden
beide schlagen, wenn es beide sind. Zum Beide kommen, schlagen wir beide. Okay, na, das lassen wir gleich so stehen. Ich bedanke mich für die kurze Talkrunde. Ich wünsche euch viel Glück in den letzten Spielen. Und vielleicht treffen wir uns nochmal zu einem Talk dann nach der Meisterfeier oder so. Danke. Danke. Die Termine für die Relegation sind schon da. Man spielt am 5. Juni gegen den Vertreter der Westliga. Fahren Sie mit und unterstützen Sie unsere Mannschaft in diesem wichtigen Spiel um den Aufstieg in die erste Liga. Also wir wissen eigentlich noch gar nicht genau, wann wir wegfahren, weil wir noch keine Zeit haben für den, also wann das Matchbeginn ist. Nicht? Ja, wir werden wahrscheinlich mit einem 50-Sitzer-Bus fahren. Wir werden sich das so einteilen, dass die ganze Fahrt nicht zu einer Tortur wird. Das ist natürlich, ist das Nonplusultra bei 7 Stunden Fahrt, das sind 460 Kilometer an Strecken. Wir fahren aber gleich wieder zurück dann nach dem Match. Also wir machen schon während der Fahrt Aufenthalt, nicht? Aber sonst, und ja, die Busse sind eh alle bequem, dass man sagen kann, dass das nicht irgendwie eine Quälerei wird während der Fahrt. Wir machen Pausen auch dazwischen, also dass auch jeder seinen Bedürfnissen nachkommen kann. Nicht? Beim Fanshop liegt eine Liste auf, aber bitte mit Vor- und Zunahme und Telefonnummer, dass man dann, sollte irgendwas dazwischen kommen, jeden verständigen können. Nicht? Kann man schon irgendwas zu den Kosten sagen? Die Kosten, ich schätze 25 bis 30 Euro. Aber vielleicht gibt der Verein ein bisschen was drauf, dann können wir das vielleicht ein bisschen reduzieren. Nicht? Aber es ist eher ein humaner Preis, wenn du nimmst, die Strecken, nicht? Also durch fast 1000 Kilometer. Nicht? Also ist das irgendwie schon vertretbar. Nicht? Umleitung, Relegation. Zwei ganz wichtige Spiele müssen unsere Jungs noch absolvieren, bevor man möglicherweise in die erste Liga aufsteigen kann. Bei mir ist jetzt Michael Streiter. Wir unterhalten uns über seine Vorhaben, was man bis zu den wichtigen Relegationsspielen noch machen kann. Der Sprung in die Relegation wurde bravourös geschafft. Letzten Freitag wurde der Erfolg ordentlich gefeiert. Ordentlich, das ist immer relativ. Ja. Also natürlich haben die Spieler dann auch einmal Möglichkeit gehabt, ein bisschen länger irgendwo unterwegs zu sein. Ich glaube, das war absolut verdient. Aber wir haben auch davor schon gesprochen. Jeder weiß, wie wichtig es ist, cool zu bleiben. Das heißt, weiterhin die nötige Einstellung zu bringen, die, was wir brauchen. Wir wollen ja den Meistertitel auch noch einfahren und dann steht ja die Relegation an. Und ich weiß, dass ich eine sehr vernünftige Truppe habe und dass es alles im Rahmen war. Ist die Meisterschaft das nächste große Ziel oder blickt man vielleicht schon eher in Richtung Relegation oder will man jetzt doch auf jeden Fall Meister auch noch werden? Jeder, der was mich kennt, weiß, dass ich ein Trainer bin, der was vom Ehrgeiz besessen ist und für mich zählt eben oder der Meister jetzt auch noch dazu. Die Relegation, haben wir genügend Zeit jetzt in den letzten Wochen uns auf die Relegation vorzubereiten. Ich denke, dass wir auch Spieler sein und Trainer sein, wo es ja bekanntlich um den Lohn auch noch geht und deshalb mit Bremen alle bedacht sein und deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, irgendeine Richtung nachzulassen, sondern wir wollen ein tolles Punktekonto zusammenbringen, das heißt die nächsten Siege einfahren und dann auch nochmal eine ganz kleine Feier veranstalten für Meistertitel, weil zum Feiern geht es dann eh nicht, weil wir kurz danach die Relegation haben. Vielleicht dann die große Feier, möglicherweise nach der Relegation. Wie werden die nächsten Spiele jetzt aussehen? Versucht man eventuell junge Spieler in die Mannschaft zu bringen? Probiert man etwas aus oder festigt man schon die Mannschaft für die Relegation? Nein, ich werde sicher ein bisschen was ändern, aber das haltet sich alles im Grenzen. Wir haben jetzt in den letzten Spielen immer wieder zwei Spieler gehabt, die was immer gesperrt waren. Jetzt haben wir wieder einen in der Georgia, also muss ich so und so schon wechseln. Aber wo ich das Gefühl habe, vielleicht, wenn jemand etwas sehr angeschlagen ist, müde von der ganzen Körpersprache her, dann werden sicher mal rausen lassen, immer mal 90 Minuten Verschnaufpause geben, dass wir äußerst frisch in die letzten Runden gehen der Meisterschaft und natürlich auch speziell dann in die Relegation. Wattens oder Anif sind die Leader in der Westliga. Konzentriert man sich da schon drauf? Schaut man ein bisschen im Internet nach, wie geht es dort zu? Welcher Gegner wäre uns der Liebere? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich schaue nicht nur im Internet nach. Ich war letzte Woche nach unserem Sieg, der was für die Relegation gereicht hat, jetzt sofort am nächsten Tag in Wattens am Fußballplatz und haben wir sie vor Ort angeschaut.
so wie es ausschaut, führt momentan Wartens mit 4 Punkten. Ganz entscheidende Sache wird, glaube ich, diese Woche sein in der Regionalliga West, weil es doch 2 Schlagertreffen gibt. Dann werden wir sehen, wer es werden wird. Also ich habe genügend Information über die Spieler, und wenn es dann fixiert sein sollte, wer wirklich reinkommt in die Relegation, haben wir noch genügend Zeit, uns optimal darauf vorzubereiten. Du warst selbst Spieler bei Wattens, sollte Wattens unser Gegner sein. Wie viele Sympathien gibt es noch mit diesem Club? Wird es dir schwerfallen, dorthin zu fahren? Ist da noch irgendeine Beziehung zu dem Verein da? Ich war noch ganz kurz, ich war noch 2-3 Monate, da war aber schon der Hintergedanke dazu mal, wo ich runtergegangen bin, mir in Wattens alles anzuschauen. Ich habe gewusst, dass ich die Trainerkarriere anstrebe und anfangen werde, und das waren eigentlich nur mehr die letzten Runden, wo ich in Wattens war, mir das ganze Umfeld anzuschauen, um dann vor Ort als Trainer zu fungieren, das, was ich dann gebracht habe nach dem leider Zwangsabstieg in die dritte Liga, wo uns dann der Aufstieg natürlich sehr schnell geglückt ist. Aber ansonsten habe ich mit der neuen Vereinsführung in Wattens oder sowas wenig Kontakt. Also bin auch ganz selten drüben, ist ja ganz klar, wenn ich davor in Altach und in Salzburg und jetzt eben in Horn bin, da ist das auch keine Möglichkeit, irgendetwas Näheres wieder aufzubauen. In Kirchlerrolle kenne ich aus meiner aktiven Zeit her, also da braucht man nicht groß drüben sein, weil wir telefonieren immer wieder mal zusammen, und damit meine ich, eigentlich ist das dann alles schon erledigt. Für mich zählt es, mit Horn was zu erreichen. Wir haben den ersten Schritt getätigt. Jetzt wollen wir natürlich den zweiten Schritt nachziehen, weil das ist das Einzige, was zählt. Phänomen Alexander Djordjevic. Reden wir noch kurz über unseren Kapitän. Er ist der Leader, er ist der Kapitän der Mannschaft. Er ist der Lieblingsspieler, er ist Publikumsliebling. Wie wichtig ist er für die Mannschaft im Generellen? Und er war auch selbst in der Westliga tätig und sagt, die Ostliga ist eindeutig stärker einzuschätzen. Wie wichtig ist er als Schlüsselspieler für die Horner Mannschaft? Das sieht man ja Woche für Woche. Ja. Er ist einer, der was antreibt. Nicht nur am Wochenende bei den Spielen, sondern auch unter der Woche beim Training. Ja. Er lebt für den Sport, er weiß, er will nochmal was erreichen. Und ich denke, dass er mit seiner Vorbildwirkung sehr viele mitreißt. Ja. Der Giorgi hat sich unheimlich gewandelt, glaube ich, in der ganzen Ding, seit ich da bin. Ich habe ihm die Position verpasst, glaube ich, wo ich für mich der wichtigste ist, weil man muss ja immer wieder eine Mannschaft zusammenstellen, da geht es nicht, was habe ich da vorgespielt, sondern wo ist die wichtigste Position von einem Spieler für das Team. Ja, und die haben eben nach hinten beordert, und es spricht eigentlich alles dafür. Wir haben die wenigsten Tore kassiert, er war bei sehr vielen Toren mit dabei, speziell bei den Standards, was wir auch immer trainieren, und das sagt eigentlich schon sehr viel aus. Ja, also es geht bei mir immer um die Wichtigkeit des Teams, das heißt, wenn Spieler eventuell irgendwo auf andere Positionen gespielt haben und ich das nicht empfinde, dass sie für das Team dort wichtig sind, dann muss ich sie eben hinten oder da platzieren, wo ich sie haben will. Und ich denke, dass es über weite Strecken sehr, sehr gut gelungen ist. Und der Giorgi sich auch als Mensch unheimlich gewandelt hat, unheimlich gereift ist. Ich habe am Anfang, wie ich gekommen bin, einige klärende Gespräche gehabt mit ihm, und so wie es Aussag hat das alles funktioniert, und er hat es begriffen, und deshalb ist er so überragend, weil er die Leaderposition übernommen hat, aber nicht durch Verbalattacken, sondern allein mal durch Leistung am Platz, und das ist weit, weit schöner als wie alles andere. Okay, Michi, danke für deinen Besuch, danke für das Gespräch und viel Glück jetzt noch für die letzten 4 Runden und dann für die Relegation natürlich. Dankeschön. Danke auch. Das war's mit der Mai-Ausgabe des SV Horn Studios mit dem Schwerpunkt auf das Meisterschaftsfinale und der Relegationsspiele. Unterstützen Sie unsere Mannschaft weiterhin. Wir möchten natürlich auch noch die Meisterschaft ins Waldviertel holen. Und vergessen Sie nicht, freuen Sie sich auf die Relegationsspiele 5. und 8. Juni. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Das Leben ändert sich und mein Kredit auch. Flexible Raten und Laufzeiten. Der faire Credit. Erhältlich in allen teilnehmenden Volksbanken und im Internet. Shopping Horn. Dein Platz zum Einkaufen.